Wasser, Holz, Energie. Auch an einer Schule wird ziemlich viel Strom und Wärme verbraucht. Auf eine umweltbewusste Lösung setzt das Bistum Eichstätt in seinem Realschulzentrum Reppdorf. Genauer gesagt auf den nachwachsenden Rohstoff Holz. Mit Hackschnitzeln gewinnt die Schule Wärme. Der Strom kommt von einer Photovoltaikanlage und aus einem eigenen Wasserkraftwerk. Bei einer öffentlichen Führung im Rahmen der Bayerischen Klimawoche konnten sich Besucher die Anlagen einmal genauer ansehen. In Reppdorf haben wir zum einen eine Wasserkraftanlage neu gebaut. Wir haben die Beheizung in Form von einem Holzhackgutkessel als Grundlastkessel und die Spitzenlast bzw. die Redundanz wird über einen Gasbrennwerttechnikkessel sichergestellt. Wir sind damals angetreten mit einem Wert von 700 Tonnen CO2, der in die Atmosphäre emittiert worden ist. Und das Ziel durch diese Maßnahmen ist, das Ganze auf 197 Tonnen zu reduzieren. Das Energiekonzept im Kloster am Rande der Domstadt ist ein Beispiel dafür, wie das Bistum die Umwelt- und Klimaschutzziele erreichen will, die es sich selbst gesetzt hat. Wir haben im Bistum Eichstätt die Klimaoffensive im Jahr 2013 gestartet. Das bedeutet, dass wir uns Ziele gesetzt haben hinsichtlich CO2-Einsparung für das ganze Bistum. Wir wollen bis ins Jahr 2020 25% CO2 einsparen und bis ins Jahr 2030 50%. Energie einsparen, die Umwelt schonen und sich weiterbilden. Die Lehrer am Realschulzentrum nutzen die Anlagen gerne als Anschauungsmaterial für ihren Unterricht. Indem wir Unterrichtsbesuche machen, unter der Führung von unseren Hausmeistern und unter unserer kundigen Anleitung wird also den Schülern Energie nahegebracht. Sie können damit etwas anfangen, die Schüler verstehen, warum regenerative, erneuerbare Energien so wichtig sind, dass wir also Kohlenstoffdioxid vermeiden können. Fossile Energieträger durch regenerative ersetzen. Am Ende der Führung informiert die Forstbetriebsgemeinschaft Eichstätt über ihre Arbeit. Sie liefert die Hackschnitzel an das Realschulzentrum Reppdorf. Der Rohstoff für die Energiegewinnung kommt also aus der Region. Die Schöpfung zu bewahren, versteht Umweltreferentin Lisa Amon durchaus auch als christlichen Auftrag. Das Thema Schöpfungsverantwortung wahrnehmen ist ein urchristliches Anliegen. Und wir müssen mit Schöpfung so umgehen, dass auch unsere nachfolgenden Generationen auf diesem Planeten noch Platz zum Leben haben oder leben können. Dass die Länder des Südens, die Menschen, die dort leben, Zukunft haben. Und das bedeutet für uns Christen, dass wir unseren eigenen Lebensstil, unseren Wirtschaftsstil anschauen müssen und da neue Wege beschreiten müssen. Und das wird hier an diesem Standort exemplarisch schon sehr gut umgesetzt.